So, dann werden die Stuttgarter ihren Aufstieg feiern. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns an den VfB. Machen wir mal Teil 1 der Pressekonferenz mit unserem Cheftrainer Dimitrios Gramotzis. Dimi, zunächst einmal, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, bevor ich zum Spiel komme, möchte ich auch von meiner Stelle aus nochmal dem VfB Stuttgart recht herzlich zum Aufstieg gratulieren. Und wenn man dann am 34. Spieltag oben ist, dann hat man es auch verdient. Und deshalb freue ich mich auch für diesen großartigen Verein, dass er wieder in der Bundesliga spielt. Und was das Spiel angeht, möchte ich eigentlich gar nicht so viel analytisch heute sagen. Denn ich denke, dass ich heute wieder sehr stolz auf die Mannschaft sein kann, dass sie mir so einen Abschluss und uns als Trainerteam so einen Abschluss beschert haben. Ist eigentlich das Spiegelbild der ganzen Saison, was wir heute auf dem Platz gesehen haben. Eine Mannschaft, die alles immer machen wollte, uns total unterstützt hat in jeder Phase. Wir zusammen, glaube ich, immer eine Einheit waren. Und deshalb bin ich sehr stolz, dass wir so einen Abschluss zusammen geschafft haben. Trotzdem noch mal 2, 3 sportliche Fragen rund um den heutigen Spieltag. In der Startelf standen ja Härtner, Heller und Stark. War das für die drei auch nochmal eine Belohnung? Es war zusätzlich eine Belohnung, aber wir haben natürlich auch im Kopf gehabt, dass wir hier nochmal ein gutes Spiel machen wollen und wenn es geht, auch 3 Punkte mitnehmen. Denn die Jungs haben gezeigt, wir haben gegen keinen Absteiger aus der Bundesliga bis jetzt verloren und diese Serie wollten wir uns auch beibehalten. Und deshalb haben wir alles dran gesetzt, auch diese Serie beizubehalten. Und wir haben jetzt den Rückrundenrekord der Lilien eingestellt, den es zuvor ging, natürlich da vielleicht was zu schaffen. Aber ich denke, die Jungs haben sich das auch zu 100% verdient. Nicht nur, um heute das letzte Spiel für den einen oder anderen zu haben, sondern auch, weil sie das ganze Jahr über alles getan haben für den sportlichen Erfolg und heute auch wieder dazu beigetragen haben, dass wir hier 3 Punkte holen konnten. Viktor Pálsson wurde vom Platz gestellt mit Gelb-Rot. Wie hast du denn die zweite gelbe Karte für ihn gesehen? Ja, es war natürlich eine sehr schnelle Aktion. Der Viktor steht einen halben Meter in der dynamischen Aktion, wo er dann zu den Gegenspieler attackieren möchte und kriegt dann den Ball an die Hand. Also es ist, ich möchte jetzt nicht zu sehr da ausharren, was die Sachen angeht, aber es ist schon echt schwer mittlerweile zu verteidigen ohne Hände. Und die hat man trotzdem dazu, weil man auch die Koordination dazu braucht. Deshalb fand ich die zweite gelbe Karte schon überzogen, muss ich sagen. Und letzte Frage, die mir die Medienvertreter zugeschickt haben, ist, wie fühlt man sich jetzt so nach dem letzten Spiel? Ja, auf der einen Seite erleichtert, weil wir sehr viel investiert haben, auch mit der Mannschaft, weil wir jetzt auch in dieser Corona, nach der Corona-Pause mit dem Restart viele Spiele hatten in kurzer Zeit und das hat auch für uns geschlaucht und ich denke, dass wir in den nächsten Tagen erst so ein bisschen auch vom Kopf her mental so weit sein werden, um ein paar Sachen Revue passieren zu lassen. Im Moment überwiegt natürlich ganz klar das Positive und die vielen Erlebnisse, die wir miteinander hatten. Und der Abschluss heute ist natürlich sehr schön. Ich glaube, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als zum Abschluss jetzt noch einmal Danke zu sagen für die gemeinsame Zeit, für die 1,5 Jahre. Und wir wünschen natürlich dir und deinem Trainerteam alles Gute für deine kommende Station. Danke. So, dann starten wir mit dem zweiten Teil der Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Darmstadt 98. Pellegrino Matarazzo ist bereit. Wir starten mal, weil wir so viele Fragen bekommen haben und ich glaube ja, weil der Spielverlauf heute nicht ganz so im Mittelpunkt steht wie sonst immer bei den Spielen, direkt mit den Fragen. Und wir beginnen, einen kleinen Moment, mit der ganz wichtigen Frage, was wurde gerade im Kreis mit der Mannschaft besprochen nach dem Spiel? Dass ich stolz bin auf die Jungs, dass wir sehr viele Höhen und Tiefen erlebt haben in dieser Rückrunde, viele Rückschläge erlebt haben, und aber immer wieder aufgestanden sind. Und was sehr, sehr wichtig war, glaube ich, für den Aufstieg, ist, dass wir alle im Boot geblieben sind. Ja, keiner ist rausgesprungen, sondern alle haben an das Ziel geglaubt und sind den Weg mitgegangen. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz auf diese Truppe und das war, glaube ich, auch ausschlaggebend für den Aufstieg. Eine Frage von David Frey zum Mario Gomez. Ausgerechnet Mario trifft in seinem letzten Spiel nochmal für den VfB. Ihre Reaktion dazu? Es ist natürlich eine ganz tolle Sache. Ja, man hat auch gemerkt in der ersten Halbzeit, dass alle wollten Mario füttern.
Das ist das ehrt auch die Spieler. Es gab vielleicht auch die eine oder andere Situation, wo man hätte ja selbst das Tor machen können oder jemand anders stand einen Tick freier. Aber ich freue mich sehr, dass Mario sein Tor machen dürfte in sein letztes Spiel. Freue mich sehr. Dennis Bayer möchte wissen, wie geht es jetzt weiter? Was ist heute Abend noch geplant? Also erstmal wird in die Kabine ein Tick weiter gefeiert und dann fahren wir weiter ins Restaurant oder Club Restaurant und wird weiter gefeiert. Über den heutigen Abend hinaus geblickt, Ursula Vielberg möchte wissen, auf was freuen Sie sich in der Bundesliga am meisten und wie belohnen Sie sich selber für den Aufstieg? Ja gut, man freut sich über ja, gegen Top-Mannschaften zu spielen, ja, sich jede Wochenende auch zu messen. Aber ja, lass uns erstmal diesen Sieg und diese Erfolg auch feiern. Ich glaube, ich möchte auch im Moment leben. Im Moment ist jetzt, dass wir rechnerisch auch aufgestiegen sind. Und darüber freuen wir uns auch sehr. Jürgen Schattmann möchte wissen, freuen Sie sich darauf, in der Bundesliga auch mal defensiv spielen zu dürfen, auf Konter ein wenig mauern zu dürfen? Ja, dass man ein Tick variabler sein kann mit seinem Matchplan, das wird sicherlich ein Thema sein. Und ich glaube, wir grundsätzlich tun uns gut. Es tut uns gut, wenn wir einen Tick mehr Raum haben, Fußball zu spielen. Hat man auch in dieser Rückrunde gesehen. Ob wir dann mauern werden, werden wir sehen. Also lass es auf uns zukommen. Frank Wild fragt, wie bitter ist der Beigeschmack oder der Geschmack durch die Niederlage heute? Ja, als Wettkämpfer möchte man immer jedes Spiel gewinnen. Ich glaube, direkt nach dem Spiel hat man schon ein bitteres Geschmack, aber sehr schnell verfliegt es, wenn man sich ein bisschen wegzoomt von das Ganze und merkt, okay, jetzt haben wir unsere Ziele erreicht. Einen zweiten Platz haben wir gesichert, eigentlich sogar auch einen Spieltag vor Schluss, wenn man das auch so sehen möchte. Das war das Ziel erreicht und jetzt kann man auch feiern. Wie man hört, auch draußen, die ganze Haut, die sie hüben. Eine Nachfrage noch zu dem Spiel. Warum konnte in Überzahl nicht mehr Druck auf den Gegner ausgeübt werden? Ja, ich möchte viel zum Spiel nicht so viel sagen, aber wenn man 10 Mann trotzdem mauert und ein, zwei schnelle Stürmer hat, einen brutal schnellen Stürmer hat, dann hat man immer das Gefahr, im Konter zu laufen, muss man das auch absichern und trotzdem sind 10 Mann, die gut verteidigen, schwer zu knacken. Es gibt eine Frage zum Kader von George Moisidis, der sagt, Sven Mislintat hat meint, dass dieser Kader das Zeug dazu hat, die Bundesliga zu halten. Stimmen Sie ihm zu oder braucht es doch noch mehrere Verstärkungen? Ja, ich bin ständig mit Sven im Austausch, aber ich glaube, jetzt geht es einfach mal darum, jetzt diesen Aufstieg zu feiern mit den Jungs, diesen Kader zu ehren und alles Weitere können wir nächste Woche besprechen. Genau, damit würde ich dann auch die Frage von Christoph Fischer als beantwortet sehen. Ist diese Mannschaft gut genug für die Bundesliga? Geht ja in die gleiche Richtung. Richtig. Carlos Rubina fragt, kann sich diese Mannschaft nur zur Höchstleistung aufschwingen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht? Überlegen. Also was Fakt ist, wir haben öfters mal auch Rückschläge erlebt und gut weggesteckt. Ob das Rücken-zu-Wand-Aktion war oder einfach eine Reaktion war auf unsere Fehler und Niederlage, das kann ich nicht ganz, ganz bewerten. Ich finde schon, dass wir am Anfang der Rückrunde mehrere Spiele erfolgreich gestaltet haben, wo unser Rücken nicht zur Wand war, sondern wir haben die ersten 5 Spiele 4 Siege, ein Unentschieden gespielt und ein Gegentor kassiert. Es war auch eine sehr gute Phase und unser Rücken war nicht zur Wand. Fakt ist, in dieser Druckphase, diese enorme Druckphase, nach die Rückschläge sind wir aufgestanden. Das, glaube ich, ist auch entscheidend. Guter Charakter gezeigt. Dann gibt es abschließend noch eine Frage von Nils Bastek, der sagt, vor dem Stadion feiern zahlreiche Fans. Können Sie verstehen, wenn einige Fans im Zuge des Aufstiegs die Corona-Beschränkungen nicht mehr ganz so ernst nehmen? Sehr oft, wenn Emotionen und Instinkt im Spiel sind, schwierig, sich an irgendwelche Maßnahmen zu halten. Unabhängig, ob das Corona-Maßnahmen sind oder wie auch immer. Ich glaube, wenn Emotionen im Spiel sind, hat man weniger Kontrolle über sich selbst und da hätte ich auch ein Tick weit Verständnis.
So, dann sind wir mit den Fragen durch. Vielen Dank, Rino. Dankeschön. Spannende Phase auch jetzt für uns die letzten Wochen mit den PKs, ohne dass die Journalisten im Raum waren. Ich hoffe mit Grüßen auf die Pressetribüne, dass das einigermaßen geklappt hat. Wir danken für die Zusammenarbeit. Melden uns auch nochmal die nächsten Tage, dass wir nochmal so einen Saisonabschluss gemeinsam mit dem Trainer und den Medienvertretern machen, wo vielleicht mal so ein bisschen die Fragen so abseits des Alltags gestellt werden können. Danke für die Zusammenarbeit. Wir machen jetzt das Mikro aus und gehen feiern. Ja, richtig. Ja. Vielen Dank, Tobi. Ja. Danke an alle. Ciao.